Willkommen auf meinem Kanal und salut miteinander. Gerne nehme ich euch mit auf die Wanderung. Wie ihr gerade sehen könnt, gibt es hier noch einen Bus. Das heisst, mit dem ÖV kann man hier mit dem Bus ahnen irgendwie. Dann kann man hier noch einkaufen, einen relativ neuen Laden, einen neuen Kiosk oder was das ist. Ja. Direkt am Bahnhof, in Ballstel, wo man mit dem Zug fahren. Los geht's, also zuallererst mal in Richtung vom Bahnhof weg. Heisst also, wenn wir vom Bahnhof sind, gehen wir in die Richtung. Da jetzt auch genau eine Wandertafel, wo die Nummer schon drauf steht. Wunderbar, das kann man direkt sehen, wenn man mit dem Zug und mit dem Bus kommt. Das bedeutet an dieser Wandertafel Ballstel Bahnhof. Und dann gibt es da der Juraweg Tal, wo da auch noch gerade noch mal etwas ausgeschildert ist. Dann sage ich das, was ich nicht vergessen will. Und zwar für Leute, die halt vielleicht zum ersten Mal bei mir sind und auch Lust bekommen zum Wandern. Hinten war wieder eine Wandertafel. Nun weiter weg, seht ihr, der Bahnhof ist noch da hinten. Dort war schon wieder viel, was durchgeht. Und wenn man halt keinen hat, dann läuft man halt einfach nur geradeaus oder im Weg entlang, wie dort. Dort war ein geiler Pfeil, der unten nach rechts zeigt. Wunderbar. So ist es. Wenn man nichts sieht, laufen wir geradeaus. Und zur Zeit laufen wir da gerade durchs Industrieareal, wie das aussieht. Und wenn wir dann hier angekommen sind, haben wir wieder eine Wandertafel. Erzmattweg, wo uns der Weg jetzt bergauf führt. Jawohl, es ist Krore an deinen Stellen. Hui! Und ein Stück weit oben, wo man jetzt warm geworden ist, haben wir die Aussicht. Und hier hinten befindet sich die Burgruine, was auch schon einen Film auf meinem Kanal drüber gibt. Also bis jetzt ist es gut ausgeschildert. Die nächste Tafel heisst nicht geradeaus, die zeigt links. Also geht es noch steil rauf. Durch den Wald durch. Jawohl. So wie fast überall hat immer wieder einmal Bäume, die wir liegen. Und es geht gerade ziemlich rauf hier. Steil. Untergrund. Zur Zeit eher auftaut, seltsam. Definitiv keine Hundespuren mehr, auch keine Spuren von Fußabdrücken von Menschen. Also ist da ein Wild unterwegs, wo der Wanderweg nutzt, wo es so durchgeht. Da geht es noch weiter rauf. Oh ja, da hat es noch mehr Wildspuren, da sind sie auch durch. Aber da sind sie quer drüber. Nun nicht ganz oben. Aber eine riesige Felswand gibt es hier zu entdecken, zu erblicken. Knapp auf 700 Meter oben sind wir irgendwie. So.
So bin ich jetzt gerade gekommen. Nein, so ist nichts. Aber ja, da jetzt Fußabdrücke, die von mir sind. Ich habe die Szene schon mal gefilmt, aber leider überbelichtet. Im Wald ist es halt dunkler, da muss ich anders einstellen. Da vorne sieht man wieder ein Zeichen am Baum. Aber bevor ich da wirklich hochlaufe, schaue ich mal, ob das richtig ist. Ja, wenn ihr den Film seht, bin ich noch am Leben. He? Warum sage ich das? Eigentlich habe ich ja keine Angst. Weil Wölfe normalerweise den Menschen meiden. Und ich weiss, in der Region, da, wo ich unterwegs bin, ist ein Wolf unterwegs oder unterwegs gesehen, der viele Schäufele gerissen hat. Und man jetzt offiziell bestätigt hat, dass sich das bei diesem Riss um einen Wolf handelt. Und beim zweiten Riss ist man sich noch nicht sicher, weil man die noch nicht hätte analysieren, ob es der gleiche ist. Wieso komme ich jetzt auf das? Ja, schauen wir mal am Boden. Ich bin also nicht viel weiter, als was ich gesagt habe. Hier am Baum ist ein Pfeil. Ich muss tatsächlich hier rauf, dann geht das irgendwie da oben durch, auf den Rockflur. Wir sehen, dass wir nichts sehen von Menschen abgedrückt, da hat es keine Fußspuren. Dann war da auch keiner unterwegs gewesen, aber es hat Abdrücke, die ausgesehen, als wenn das so hundemässig ist. Man sieht es auch nicht so gut. Aber gegenüber der Hundespur von vorher, die Hundespur hat vorne die Spitze gehabt, von der Kralle. Das hat es hier nicht. Was ich mir vorstellen kann, dass hier wahrscheinlich ein Wolf durch ist. Da sieht man es noch mal ein bisschen besser. Vielleicht war es auch ein entlaufener Hund gewesen, keine Ahnung. Also, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er nicht hier durch, der ist von hier gekommen. Die Spuren, die kommen hier her. Jawohl, ihr habt gesehen, da geht es noch ein Stück weiter rauf und das war dann die Aussicht von hier oben. Apropos den Spuren, die hier jetzt nicht gerade, aber die da unten, die sind frisch, die müssen von heute sein. Das heisst, wahrscheinlich haben wir vielleicht noch nicht einmal knapp verpasst, weil es nämlich heute Nacht geschneit hat. Jetzt schneit es nicht mehr, seit irgendwann am Morgen, was bedeutet, dass hier in den letzten paar Stunden das Viech durchgelaufen ist, wenn das wirklich so einer war. Fast oben. Oben sehen wir wieder eine Wandertafel. Hier sehen wir andere Spuren. Hier liegt nämlich bereits schon Schnee drin. Bedeutet, ja, das ist der Schnee, der am frühen Morgen gekommen ist. Was leicht geschneit hat, beziehungsweise Nachtdauer hat es ganz leicht geschneit. Halt nicht überall gleich viel, aber die sind älter. Aber auch nicht so alt, wie sie nicht komplett gefüllt sind. Ja, ja, okay. Da scheint wirklich ein Viech unterwegs zu sein. Okay, okay. Oh. Da. Oh, da muss ich links um eine Ecke. Aber da haben wir eine Wandertafel. Balsthaler Rocken. Und da geht es jetzt auf Hauenstein, 5 Stunden 30 Minuten, heisst es da. Gut, das hier rauf wieder. Alle Stufen am Boden. Steige laufen. Es sind ein paar Stufen da. Oh Mann. Und auf 900 Meter rauf oder so. Nachdem wir wieder ein Stück weiter oben sind,
haben wir wieder eine Wandertafel. Roggenweit. Und hier geht es gerade weiter bergauf. Ja, da bin ich nicht mehr allein. Seit längerem sieht man hier wieder Fußabdrücke von Leuten, die hier durchgelaufen sind. Hundespuren hat es auch wieder. Ja, Junge. Und da geht es über Stock und Stein und über Wurzeln und weiss nicht was. Da kann man jetzt gut erkennen vorne die Spitze, die ich mal gesagt habe, dass hier die Kralle, die man sieht vom Hund, da scheint irgendwie doppelt gelaufen zu sein. Das ist einigermaßen eine der besten Spuren, die ich hier jetzt sehe. Oh wow, das ist jetzt eine tolle Überraschung. Oben angekommen, direkt wieder eine Wandertafel. Roggenflur. Und mein Wanderweg dann in die Richtung hier weitergeht. Unten raufkommen. Und die Überraschung ist eigentlich, jetzt scheint voll die Sonne rein. Herrlich. Die Bilder jetzt mit diesen Bäumen. Da windet es durch die ganze Zeit, wie es aussieht. Starker Wind. Deswegen hat es dort unten die Schneeverweilung gehabt. Und da oben die Bäume. Wie sagt man so schön? Märchenhaft. Und dort vorne hat es noch eine Aussicht. Die zeige ich euch auch. Pänkli. Wahrscheinlich hast du das recht gut besucht im Sommer hier. Ja, das sind die anderen Spuren von den Leuten, die schon da gewesen sind. Und dann haben wir hier ein Panorama. Wow, Tafeln. Im Moment sieht man nichts, alles zugeschneit. Und dann haben wir hier noch ein Bänkli hinter mir. Jawohl, und das ist die Aussicht von da oben. Hier unten ist die Autobahn. Fantastisch. Ehrlich, he? Irgendwo von dort hinten um, da sind wir gekommen. Jetzt sehen Sie selber, wie viele Höhenmeter das gesehen sind. Für die, die das interessiert, darum blende ich an meine Zahlen ein. Weiter geht's. Jawohl, die Sonne ist wieder weg. He? Mal schön auf der Aussicht oben können schnell Sonne geniessen. Ein bisschen warm werden, Sonnenstrahlen bekommen, obwohl ein Bergkopf schon wieder warm gekommen hat. Aber jetzt geht es wieder alles eine längere Strecke durch den Wald, durch den Berg ab. Da scheint es auch noch irgendwelche anderen Wanderwege geben. Komm auf den Roggen. Irgendein 9, ein 6. Weiter vorne auch schon mal etwas gesehen. Und das Seebeni. Nachdem es jetzt eine längere Strecke einfach fast alles gerade ausgegangen ist, eher leicht bergab, geht es jetzt wieder bergauf. Im Moment noch nicht so steil, aber ja, kommt nicht immer drauf an, dass die Ansichtssache so steil ist. Das Nummer 7 scheint ein Solothurner Wanderweg zu sein, wo es hier durch den Zahnwurz-Buchenwald geht. Was ist denn da für ein lustiges Tier unterwegs, das solche Spuren macht? Ist ja witzig. So, da bloß gerade ein bisschen und schneit es von den Bäumen oben an. Da befinde ich mich jetzt etwa gemäß der Karte, falls ich es richtig sehe. Das ist Roggenschnarz. 931 Meter anscheinend. He? Und von da geht es jetzt immer wieder ein bisschen runter und wieder rauf und immer ein bisschen hier und her. He? Jetzt geht es gerade wieder abends zu. Und so sieht das jetzt aus. Boah. Uiuiui, ja. Ein paar Menschen sind mir auch schon entgegengekommen. Eben ganz allein bin ich nicht. Daher auch die Spuren. Jetzt geht das hier durch den Wald runter. Und das sehen wir, wenn wir auf der Seite runterschauen. Also es geht jetzt hier ziemlich steil wieder runter. Ein paar hundert Meter runter. Dann wieder irgendwie 100 Meter rauf. Und so geht das jetzt weiter, bis wir dann mal Ziel sind.
Oh, vorsichtig aber da teilweise ist es rutschig, aber noch nicht so rutschig, dass ich gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen mit den Schuhen. Uiuiui. Die Stufen sind fertig. Einmal. Die ganze Stufe hier oben. Uiuiui. Ja doch, da hat es immer noch Stufen. Du kannst nicht richtig laufen, wenn es Stufen hat, bergab. Oh. Das dürfte im Winter schwierig werden, den Weg irgendwo zu sehen. Dort oben sind wir jetzt, ja, dort oben, wenn ich es sehe, da oben sind wir jetzt um den Abend gelaufen, wenn wir mitgekommen sind. Und da ist es auch wieder schön angegeben, weil ich richtig keine Zeitangabe, keine Höhenmeter, aber anscheinend irgendwo dort hinten durch. Dann machen wir das. Jetzt geht es wieder ein Stückchen flach und auf die andere Seite rüber dort. Und einen Grillplatz gibt es hier auch. Dann befinden wir uns hier weiter unten wie in einer Wandertafel. Tief matt. Und hier auf es zu geht es weiter. Hinter mir gibt es wieder eine Wandertafel. Und hier hinten eine Bergwirtschaft. Und die Wandertafel nennt sich Tiefmatt Restaurant. Wieder ein Stückchen weiter oben, dann geht es noch ein bisschen weiter rauf. Da hat man eine Aussicht auf eine andere Ruine. Gibt es bereits auch schon einen Film auf meinem YouTube-Kanal? Bin ich auch schon gesehen. Jo, jetzt haben wir eine richtig tolle Aussicht und dort hinten, von hier aus sieht man also dort hinten die Burgruine noch mal besser. Heisst, hier hinten ist hier, wo eine Wandertafel ist. Die nennt sich Schloss Höchi. Und weiter in die Höchi geht es hier hinten und dann auch wahrscheinlich wieder runter. Tatsächlich befinden wir uns hier immer noch auf dem Wanderweg. Oha, keine Spuren im Schnee. Und hat aber die Tafel offen gezeigt. Anscheinend geht niemand da durch, wo ich jetzt bin. Aber ich bin falsch. Irgendwo ich sehe ich keine Tafel. Wo muss ich durch? Wo muss ich durch? Vielleicht hier geradeaus. Wir müssen mal auf der App schauen. Da hat es eine Feuerstelle, eine Grillstelle mit Holz. Hoppala, Akku war leer. Also, hier wo der Grillplatz ist, geht es nicht weiter. Aber es geht eigentlich fast geradeaus. Ja, eben, ist ja nicht geradeaus. Man sieht nicht wirklich, was geradeaus denn ist, wenn man hier nicht weiss, wo der Weg durchführt. Und irgendwie dort hinten durch und jetzt wieder da vorne. Dann geht es wieder runter, das heisst, jetzt sind wir irgendwo, das nennt sich Stelli. Und von jetzt an geht es offenbar wieder alles bergab. Also geht es in die Richtung. Da ist überall Maulwurfvögel. Das ganze Feld ist voll mit Maulwurfvögeln da. Krass. Ja, ist halt schwer zu sehen von da oben. He? Ja, kommen wir gerade hier durch. Auf der anderen Seite hat es wieder ein geiles Zeichen. Ich kann mir nicht durch den Haken. Ist wieder ein geiles Zeichen am Baum, aber das sieht man von dort oben natürlich nicht. Sie hängen da. Wenn es verdreht ist, geht es nicht, dann wird es zu kurz. Ja, da ist noch niemand durch. Da sieht es auch krass aus. Boah, sag mal. Da ist ein Baum kaputt. Da liegen Bäume, dort liegt ein Baum. Da liegt ein mit auf dem Wanderweg. Jesus, da hat es recht gewietet. He? Man sieht es oben, die Windverweigen im Schnee halt. Da muss auch mein recht starken Wind drüber blasen, da muss ich es vorsichtig haben. He. Wenn ich rutsche, habe ich da unten einen Stopper. Abgesehen von meinen Spuren, die ich jetzt hinterlassen habe, hat es auch wieder keine. Außer eben noch Wildtierspuren. Schön, wenn man der Einzige ist, der da durchläuft. Irgendwie könnte das, hier sieht man es besser. Was könnte das sein? Sieht nicht so gut. He. Hase oder ein Fuchs.
Ja, Haarseher wahrscheinlich nicht. Die Schleifspur ist kurz. Kein Spezialist, aber ein kleines Tier, das am Boden nachschleicht, macht sicher eine grössere Schleifspur. He? Vielleicht hat er auch auf der Seichenspitze sich durch den Schnee bewegt. Auf jeden Fall geht es hier alles runter im frischen Schnee. Da ist eine regelrechte Wildtierautobahn überall da. Aber ein Hase, glaube ich, ist es nicht. Ich habe gerade Überlegungen gemacht und Gedanken. Katzen, die ja in der gleichen Spur laufen. Ich glaube, ein Hase hoppelt, oder? Und da tut er nicht mit allen Pföten in der gleichen Spur, weil teilweise, wie hier, da sieht man rum, eine Spur. Das ist ein Tier, das in der gleichen Spur mit den Pföten ist. Ja, Wahnsinn, he? Die Autobahn hier, da haben sie wahrscheinlich den Baum markiert. Von Baum an, vom Baum wieder weg. Aha, da unten sind wieder Leute durch. Da jetzt Autospuren und Fußspuren, wo man sich durch. Aha, alles klar. Hinter mir ist ein Wasserreservoir, wahrscheinlich sind sie wegen dem hier gewesen. Okay. Übersichtstafeln. Langlaufloipe Bärenwil gibt es hier anscheinend. Auf dieser linken Tafel angeschrieben. Die Wandertafel mit dem 5 zeigt nach links. Hier auf der Strasse ist eine Tafel Egerkingen 5 Kilometer. Ich muss aber hier runter. Wieder auf normale Strasse. Aha. Zwei gesehen. Da habe ich noch 3 Stunden Zeit und dann ist Sonnenuntergang. Hier hat es noch einen Brunnen. Für Trinkwasser im Sommer, falls es läuft. Und ich muss. Ah, die Wandertafel ist da hinten. Geht über. So, da ist so. Hier hinten ist der Brunnen. Hier hat es eine Wandertafel. Bärenwil. Heisst die Ortschaft auch gerade. Da geht es. Da schmeckt es komisch. Da geht es weiter. In die Richtung. Nachdem es jetzt einen Moment auf so die Härtenstrasse gegangen ist, geht es wieder auf eine Waldwegstrasse rein. Aha, da hat es noch, Sitzbänkli und da drauf steht DR Aspirant Toni, 1. August 2020. Und nebenan eine Wandertafel. Rütteli. Kurz nach dem kleinen Wasserfall ist eine Wandertafel gekommen, namens Asp. Da wir jetzt hier an diesem Gewässer weiter ein Stück entlang laufen, aber auch nicht lang, wie es aussieht. Heyo, was sagt immer, wenn man nichts sieht, läuft man geradeaus. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher. Wenn ich von hier gekommen bin, wäre geradeaus, nehme ich hier hinten. Da hat man aber irgendwie bis da nicht die Strasse gemacht. Und dann sieht es halt eben nicht aus, als wenn es hier weitergeht. Dann kommt man noch hier rüber. Ah, ich denke, du schaust auf der Rep nach. He? Ihr seht schon, ich laufe jetzt geradeaus weiter, dort wo ich gesagt habe, der Weg hört auf. Dann wollte ich auf die Rep nachschauen und prompt, genau hier habe ich keinen Empfang. Zum Glück. Ich weiss nicht wo, meine 8. sind wahrscheinlich. Ja, wir sind der 7. sind. Habe ich heute der Morgen, eben, das war eine spontane Entscheidung, das habe ich gerade heute Morgen entschieden, dass ich das mache. Warum? Soll ich sagen? Soll ich nicht? Es war wieder einmal ein Lärm im Haus, gewesen, so wie fast seit den letzten 1,5 Wochen. Da bin ich halt früh wach gewesen und dachte, weißt du was, jetzt gehst du wandern. Ich muss mich bewegen, ich gehe raus. Ja, und da habe ich gleichzeitig noch das Gefühl gehabt, ja, vielleicht speicherische Karten einmal. Und wenn man Karten speichert von der Schweiz Mobile App, kann man trotzdem navigieren, wenn man den Standort einschaltet. Wenn man sieht, dann, wo man ist und sieht, in welche Richtung man muss. Gut, das habe ich es gemacht. He? Jo, da sind schon Leute durchgelaufen. Aber das heisst noch lange nicht, dass hier der Wanderweg durchgeht, nur weil es Fußspuren hat. Ja, ein Stückchen weiter hinten im Wald ist dann wieder eine Tafel gestanden.
Dort hat es auch noch eine Grillstelle gehabt mit einem Haufen Tisch und Sitzbänkchen. Und da laufen wir tatsächlich wieder am Gewässer weiter entlang. So durch eine kleine Schlucht durch. Da läuft ziemlich viel Wasser runter. Und ich laufe jetzt hier rauf. Und nebenan fliege ich auch wieder jenes die Bäume überall im Wald umeinander. Wahnsinn. Puh, das ist gerade ziemlich steil aufgegangen dort hinten. Und es geht immer noch weiter rauf. Weiter. Bis knapp 1100 Meter noch. Böllchenflut oder irgendwie so etwas. Weit, weit rauf noch. Wow. Das ist jetzt gerade anstrengend, wenn du der Einzige bist. Der Schnee wird oben. Der Schnee ist oben auch tiefer geworden. Das ist etwa 5 cm oder so. Ja, 4 vielleicht. Jetzt habe ich gerade davon geredet, es geht rauf. He. Es geht nicht dahinter. Es geht hier rauf, gemäss der Wandertafel. Uilala. Dort bin ich aus dem Wald gekommen. Gerade rauf. Da ist eine Wandertafel. Wie ist die Höhe? Und dann ist es in die Richtung gegangen, wo ich jetzt bin. Da bin ich auch schon durch. Und gleichzeitig fährt hier noch eine andere Wanderroute durch. So ein Teufelsschluchtweg, blenden sie unten ein. Jawohl, jetzt bin ich dann fast ganz oben. Da bin ich jetzt gerade hergekommen. Da gibt es eine Tafel, da steht aber nicht drauf, da ist Swimfi drauf und ein paar Namen, wo sie geht. Ich nenne den Punkt jetzt, keine Ahnung, ob ich da schon noch mal einen Namen gegeben habe im anderen Wanderfilm. Dann habe ich irgendetwas gesehen, weil da keine Nummer ist, ich weiß es nicht genau. Ich nenne den Punkt jetzt Gwiedenflur, weil der ganze Bereich hier ist nachher Gwiedenflur, wo auf die ganze Länge rüber geht. Und da seht ihr, da befinden wir uns auf dieser Höhe. Ist also wieder deutlich aufgegangen. Und jetzt schauen um den Ecken herum. Wenn ihr einen anderen Film schaut, seht ihr, dass dort kein Schnee ist. Dort hat es so gut wie kein Schnee gehabt. Geht auf der anderen Seite wieder runter. Nachdem es jetzt dort hinten runtergegangen ist, hat man nachher wieder alles rauf müssen. Dann befinde ich mich hier bei einer Wandertafel namens Gwiedenhöhe. Ja, wo es weiter stark auf in die Höhe geht. Einmal ein Blick nach rechts, wenn ich hochlaufe. Und das ist ein Blick nach links, wenn man hochläuft. Da könnt ihr die Steile gut erkennen. He? Genau so steil geht es dann jetzt hoch. Stegeli auf und weiter und weiter und weiter. Ich bin oben, ich habe es geschafft und ich bin auch fast geschafft. Die, die mich kennen, wissen, wo es liegen kann, warum es für mich jetzt ziemlich anstrengend war. Wandertafel. Belchen Süd. Jetzt geht es wieder abwärts. So, da zeige ich nicht ganz das Gleiche, weil der Weg im Moment immer noch halt die gleiche Strecke ist wie die andere Route. Hier laufen wir jetzt auf einer historischen Strasse. Das hat damit zu tun, Fortifikation Hauenstein. Das ist die Militärstrasse Bölchen, die erbaut worden ist hier 1914. Da gibt es die jüngsten Bunkeranlagen und Sperrstellen und weiss nicht was alles hier in dieser Region. Ja, wie schon fast überall in der Schweiz. Aber vor allem hier hat es eben auch noch etwas in der Nähe. Und das ist von Soldaten genutzt worden früher. Wunderbar! Jetzt sehe ich wieder etwas, was ich noch nie gesehen habe. Ja, die Strecke hat halt jetzt einfach Schnee gehabt, weil hier hinten an dieser Wandertafel
General Willehaus. Der rennt sich jetzt 485 vom 5, oder beziehungsweise das 5 vom 485. Und wir gehen geradeaus weiter. Kallhöhe, ne? Da muss ich nicht an einen Hauerstein stehen, noch eine Stunde, also 50 Minuten. Uiuiui. Ui. Ja, ja, wahrscheinlich bin ich vorher dort. Es ist ein Sonnenuntergang. Ja, ja, es ist jetzt schon ein bisschen dunkler jetzt hier ohne Sonne. Vorher habe ich ja erzählt vom Militär viel in dieser Gegend. Da seht ihr auch hier gerade. Jetzt Panzersperren, die Toblerones. Da warnen auch. Wahrscheinlich hätte man sie hier einfach weggenommen, dass man durchfahren kann. Ah, nee, stimmt. Da sind ja Sprengladungen versenkt worden oder die Barrikade, die man reinschickt. Irgendein zu weit. So gut kenne ich mich dann auch wieder nicht aus. Teilweise ist die Straße gefroren. Du musst schauen, wo du läufst. In den letzten paar Metern auf die Schnur fliegen. Hier parallel zu der Straße jetzt gerade noch mehr. Auf der linken Seite hat es wieder eine Wandertafel. Die zeigt nach links. Da muss ich nachher links rüber. Seht ihr das, das Glänzige? Da ist alles glatt. Da. Eine glatte Sache hier. Wandertafel. Kallhöhe. Sieht richtig lässig aus, da, wenn die Sonne langsam runtergeht. Ich habe das richtig im Kopf an Erinnerung von einem Film, den ich gesehen habe, von einem anderen YouTuber. Sind das auch Panzerhindernisse? Jetzt die ganze Länge he? Bis dort rauf. Ja, zum Schluss noch eine kleinere Steigung. Wenn man nicht schon so viele Kilometer hinter sich hat, wäre das nicht mehr so schlimm. Für andere, die vielleicht das besser gewohnt sind, ist es überhaupt nicht tragisch. Aber das hätte ich jetzt nicht noch gebraucht. Auf der Karte sieht es aus, als wenn es runtergeht mit den Zahlen. Die werden kleiner. Keine Ahnung, warum ich hier hochgehen muss. Da unten ist auch ein Weg, aber ich habe da vorne nicht gesehen. Jetzt muss ich mal schauen. Vielleicht muss ich da unten durch. Das ist nämlich komisch, dass es hochgeht und die Zahlen kleiner werden auf der Karte. Muss ich schnell kontrollieren. Ah, bin ich froh, wenn ich endlich am Ziel bin. Das geht schon eine gefühlte Ewigkeit nur mal alles geradeaus bergab da, durch den Wald durch. Es sieht alles gleich aus und geht nur mal immer, als wenn kein Ende in Sicht wäre da vorne. Ja, erstaunlicherweise läuft da sogar noch ein Brunnen. Also im Sommer haben da unten Trinkbrunnen, wenn dann Wasser läuft. Hier hinten ist noch eine Wandertafel. Oh, jetzt wird das Bild alles schlechter. He? Ach du Scheiße, sieht das Bild scheiße aus. Ein Hauenstein ist da hinten. Da ist auch gerade die Etappe fertig. Das heisst, das war es einfach für den Film. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zu einem anderen Mal. Bye bye.